Hallo und herzlich willkommen. Heute erzählt uns Thomas Bröker etwas über die Herausforderung, ein hochsensibler Mann zu sein. Thomas war auch ein Gasttrainer in meiner Ausbildung zum HSP-Coach. Und von seinem 1,5-stündigen Beitrag bekommst du hier den Anfang, um dich inspirieren zu lassen. Wenn du auch Lust hast, bei der Ausbildung zum HSP-Coach dabei zu sein, kannst du dich jetzt wieder verbindlich auf meiner Website anmelden. Wichtig, dieser Beitrag ist nicht nur hilfreich für Männer. Denn auch hochsensible Frauen können von einer Aktivierung ihrer männlichen Anteile sehr profitieren. Zum Beispiel bei der Abgrenzung oder bei der Umsetzung von Dingen. Wie deine Wut dir helfen kann, in deine Kraft zu kommen. Und welche positive Energie durch das Öffnen für die Wut freigesetzt werden kann. Erfährst du in diesem Beitrag. Viel Spaß! Hallo lieber Thomas, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du heute als Gasttrainer bei mir in der Ausbildung zum HSP-Coach bist. Heute mit dem Thema der hochsensible Mann, also dafür bist du prädestiniert. Thomas hat selber einen sehr sehenswerten YouTube-Kanal, ist tätig im Coaching, macht auch Workshops und ganz viele spannende Sachen. Ist unter anderem auch, ich weiß gar nicht, ob du dich als Musiker benennst, macht auf jeden Fall Musik und macht auch wunderschöne Trance-Musik zu seinen Trancen. Und das macht er selber, soweit ich das mal mitgekriegt habe auf YouTube. Und ja, auf jeden Fall sehr hörenswert und sehenswert. Und wie ist es? Habe ich noch was vergessen? Oder ist das so? Das ist so das Thema mit dem vielseitig interessiert oder vielbegabt. Ne? Also wir könnten auch den Workshop mit Einleitungen füllen, glaube ich. Aber lassen wir es dabei, das erstmal passt soweit. Okay, perfekt. Gut, dann erzähl mal gerne, wenn du magst, zu Beginn so die Hochsensibilität aus deiner Sicht als Mann. Also was ist da für dich bemerkenswert? Ja, und erstmal danke auch für die Einladung. Also ich freue mich wirklich riesig, hier zu sein und auch das Thema Hochsensibilität als Mann zu beleuchten. Und wenn ich ganz ehrlich bin, irgendwie ist es für mich so selbstverständlich, Mann zu sein und hochsensibel zu sein, dass ich mich auch über Fragen freue, weil ne, das ist alles hier. Die Frage ist nur, wie es rauskommt. Und was ich sagen kann, ist, dass ich gesamt durch mein Leben zieht, dass ich irgendwie anders bin und nicht ganz reinpasse. Mit 2,5 Meter Körpergröße als Linkshänder und dann noch hochsensibler als Mann. Also ist dreimal so Jackpot. Geh entweder deinen eigenen Weg oder es geht dir nicht so gut. Was auch mit Burnout war und so weiter. Und was ich sehe und was mein, sag ich mal, Hintergrund ist, dass ich eher so von offenen Herzen und hier oben weit offen kam, aber dass das Thema Kraft und Wut, das war wie komplett abgeschnitten bis vor ein paar Jahren. Und dadurch habe ich mich auch sehr stark mit meinen weiblichen Anteilen identifiziert oder so auch nur das Fühlen, das Sinnliche, das Kreative und weniger jetzt mit Machen, Action oder Struktur auch, Klarheit, wenn man das eher so den männlichen zuschreiben würde. Aber ganz wichtig, das sehe ich als Grundgedanken, dass ich denke, wir alle haben männliche und weibliche Anteile, egal wie der Körper biologisch aussieht. Und ja, das, was ich erfahre, dass wenn wir beide Anteile mehr und mehr integrieren, dann gibt es mehr Frieden, mehr Verständnis. Ne? Das ist wie die beiden Hirnhälften. Da gibt es ja auch links und rechts und die haben verschiedene Funktionen. Und wenn die zusammenarbeiten und beide da sind, dann wird es irgendwie rund. Und dann fallen auch, sag ich mal, Erwartungen weg an zum Beispiel einen Partner, dass der etwas erfüllt, was man selbst nicht erfüllen mag oder Konflikte und so weiter. Und du hattest ja auch angeboten, wenn wir noch die Zeit haben, dass du vielleicht auch eine Trance machen möchtest. Also ich weiß nicht, ob das eine geführte Meditation, wie nennst du es? So kann man es nennen, ja. Ja, genau, eine geführte Meditation einfach für die männlichen Anteile, also sowohl für Männer und Frauen. Das will ich natürlich auch super. Und was du schilderst, ist auch was ich aus meiner Arbeit auch kenne, dass
ich bei hochsensiblen Männern, dass da häufig so diese männliche Energie fehlt. Also fehlt oder sehr wenig vorhanden ist. Sie sind halt sehr viel im Mitgefühl, sehr viel in Einfühlsam, aber dann hat das dann zur Folge im Zweifelsfall, dass sie immer zwar ein sehr gern geschätzter und guter Freund sind, aber letztendlich nicht unbedingt erotischer Partner, weil dieser männliche Teil, diese Dominanz, die auch für Frauen ja häufig auch einfach ganz wichtig ist, mit rausfällt. Wie ist da deine Erfahrung? Wie erlebst du das? Kann ich auch so aus Erfahrung sagen. Also auch mein Hintergrund. Und ich kann auch sagen, also gerade im letzten Jahr habe ich sehr viel gearbeitet mit meiner Power und auch Wut, Hass und auch so Themen wie oder Gefühle wie Hass anzunehmen, auch Selbsthass. Das heißt wirklich, dieser Anteil in mir, der mich selbst töten möchte oder sagt, mir ist es scheißegal, wie es dir geht, du bist das Problem. Und ich sehe auch, dass es teilweise ja nicht ganz komfortabel ist. Also ich spüre es am ehesten im Bauch, dass es da dann rumort und wirklich brodeln kann. Genau, und hat es auch in der Vergangenheit, dass ich halt immer verständnisvoll war und immer offen und für alle da und Hauptsache den anderen geht's gut und ach, ich bin ja nicht so wichtig und meine Bedürfnisse sowieso nicht, solange es nur harmonisch ist und toll ist, alles gut. Und ja, irgendwann war es dann vorbei damit, als ich auch mitbekommen habe, was das eigentlich wirklich mit mir macht und wie viel Schmerz darunter liegt und ne, was ich quasi unterdrücken muss von mir, was so selbstverständlich war, dass ich es gar nicht anders kannte. Aber ja, dann fing es irgendwie an, sich zu lösen und war erst, kam es bei mir häufig mit Entsetzen, dass ich festgestellt habe, was da in mir ist und auch wirklich der Anteil, der töten kann. Und das anzunehmen und auch darüber zum Beispiel anzunehmen, dass ich gemerkt habe, ja, dieser Anteil kann töten, aber ich möchte das gar nicht. Und das wirklich in mir zu spüren, dass wenn ich diese Power zulasse, läge mir nichts ferner, als dass ich das gegen Menschen richte. Aber das konnte ich nur darüber machen, dass ich wirklich diese Frage erlaubt habe. Wenn ich diese Kraft zulasse, was würde ich dann tun? Und ist meine Integrität groß genug, dass ich das nicht missbrauche? Und auch im Thema Bereich Geld, ich bin ja auch Unternehmer. Und dann auch die Frage, oder was sehr häufig aufkam, dass mein Herz so weit offen ist und ich das so stark spüre, dass ich es nie machen konnte, dass ich irgendjemanden manipulieren würde, sondern es war eher so, eher riskiere ich, dass ich nächsten Monat keine Miete habe, als dass ich irgendjemanden dazu bringen würde, irgendwas zu kaufen, was einfach nicht passt. Mhm. Und dieses Level an Integrität ist natürlich erst gewachsen. Aber das ist jetzt wie so ein Fundament, wo ich merke, dass wenn ich jetzt meine Kraft mehr zulasse, ne, da kommen dann auch immer wieder die gleichen Gedanken. Ich kann doch nicht, ich darf doch nicht, ich sollte doch nicht und ne, Scham, Schuldgefühle, all das, was so nach innen gerichtet ist. Und darunter liegt einfach noch mehr Power. Und das ist ja auch, ist ein Teil. Sandra, du hattest gesagt, ne? Also ich habe noch einen Workshop hier nach. Ich hatte gestern 2 Tage Workshop, also war Waldbaden, aber recht entspannt. Aber auch da bin ich halt da und präsent für die Teilnehmer, auch wenn emotionale Themen aufpoppen. Und ich merke, dass je mehr Power ich zulasse, desto mehr Kraft habe ich auch. Also vor einem Jahr hätte ich das nicht machen können. Da hätte ich Auszeiten gebraucht. Da war viel mehr noch das Thema so, jetzt habe ich viel aufgenommen von außen. Jetzt muss ich mich erstmal zurückziehen. Jetzt ist es immer mehr so, auch dass ich mich innerlich aufrichte und dass ich merke, dass ich präsenter bin und dass auch vom Typus bin ich so, also mein, wie ich es wahrnehme, so ein Thema, was ich mit auf diesen Planeten gebracht habe, ist innere Transformation. Und wenn Menschen in meinen Dunstkreis kommen, dann hat das einen Einfluss, ob ich, ohne dass ich irgendwas mache. Das passiert einfach. Das triggert bei denen Sachen. Und da war auch das Thema Angst vor Ablehnung ein großes Thema. Weil, ne, wenn man Sachen mitbekommt in anderen und die kommen nah und es triggert die und die wollen das nicht sehen und weichen zurück, dann kann man das schnell persönlich nehmen. Kennt vielleicht der eine oder die andere auch. Und jetzt ist es so, dass ich das immer mehr erlaube, was da ist und mich nicht zurücknehme, aber ohne ein, ich will das jetzt oder ich habe ein Thema damit. Das heißt, es ist ähnlich wie andere Anteile. Manchmal tritt das von alleine, natürlicherweise auch nach außen, dass ich irgendwas sage, aber 99% der Fälle eben nicht. Im Supermarkt, an der Kasse muss ich nicht drüber reden, ne? Aber ich habe meinen Frieden damit gefunden. Das heißt, es ist da als ein Potenzial, aber es gibt keine Bewegung in eine Richtung, dass ich irgendwas will, was nicht von alleine passieren würde. Und ich finde es auch sehr spannend, wie du es beschreibst und auch ganz, ganz wichtig,
einfach die Klarheit zu haben, dass in der Energie etwas zu machen, etwas umzusetzen, ne? Weil das erlebe ich häufig auch, dass das bei hochsensiblen Männern eher weniger der Fall ist. Die überlegen halt erst ein paar Mal und gucken dann und haben gute Ideen, viele Fantasien im Kopf, aber machen es dann häufig nicht wirklich. Und dass das mit dieser kraftvollen Energie zu tun hat, letztendlich auch mit einem sympathikotonen Zustand und auch mit der Energie, sich zu zeigen, heißt ja auch immer, letztendlich, wenn ich mich zeige, bin ich da und andere sind erstmal im Hintergrund. Und das heißt nicht, dass die nicht auch Raum kriegen, aber ich habe auch meinen Raum so. Ja. Und dass das auch, wie du es beschreibst, sehr verbunden ist mit der Energie, auch mit einer Energie, sich durchzusetzen, wo man einfach auch nicht freundlich und nicht nett ist. Mhm. Und da erlebe ich das auch, dass Hochsensible da häufig Schwierigkeiten haben, das bei sich, sich das zu erlauben, auch dass sie mal so richtig Scheißgedanken haben und fiese Gedanken haben, weil das hat einfach jeder Mensch, das ist normal. Und Hochsensible neigen eher dazu, so wie ich es erlebe, sich denn dafür zu verurteilen oder was, ne? Und das darf doch nicht und so. Und die Gedanken, also es ist ja bei Harry Potter auch so, nicht das, was wir sind, sagt ja der sprechende Hut, warum hat er sich für Harry Potter entschieden, für Gryffindor? Nicht das, was in uns steckt, sondern das, was wir tun, ist das, was uns ausmacht. So, und das, finde ich, kommt da sehr, spiegelt das ja schon wieder, was du beschreibst. Ja. Genau, und gleichzeitig sehe ich auch, dass die Ursache dafür, wenn, sage ich mal, was passiert, was, sagen wir mal, Gewalt oder was nicht nett ist, das sehe ich, das ist das, der Ausdruck von etwas zu unterdrücken. Und zwar so lange etwas zu unterdrücken, bis es von alleine rausbricht. Wenn ich merke, da ist ein Potenzial für zum Beispiel Wut oder Hass und ich nehme mir einen geschützten Raum, also ich gehe zum Beispiel sehr gerne in den Wald, habe hier auch, ne, den Hintergrund nicht virtuell eingeblendet, aber spiegelt so schön, dass ihr auch was davon habt, was ich hier vor mir sehe. Wenn ich in den Wald gehe oder merke, wow, gerade bin ich echt getriggert, dann kann es erst sein, dass Erschöpfung kommt. Das hatte ich letzte Woche Freitag zum Beispiel. Also letzte Woche war einfach eine volle Woche. Zwischendurch kam immer wieder Erschöpfung. Dann hätte ich früher gedacht, oh, ich muss mich erstmal schlafen legen. Ich bin so kaputt. Ich kriege gar nichts auf die Reihe. Vielleicht brauche ich einfach eine Auszeit. Und inzwischen hinterfrage ich das dann, dass ich mich frage, stimmt das wirklich? Ich habe 8 Stunden geschlafen. Ich habe gut gegessen. Ich habe nicht übermächtig Sport gemacht. Eigentlich gibt es so biologisch gerade keinen Grund, dass ich müde bin. Und dann stelle ich die Müdigkeit in Frage. Ne? Und wie gesagt, schaut, ob das was für euch ist, weil das ist schon, ich habe eine ganze Weile gebraucht, da hinzukommen. Aber was ich dann gemerkt habe, ist, ne, dass ein Anteil in mir quasi nicht wollte, dass ich da hinschaue. So, lass uns einfach schlafen gehen. Lass uns da nicht hinschauen. Dann wusste ich, alles klar, jetzt lasse ich alles stehen und liegen. Ich gehe jetzt einfach in den Wald und schaue mal, was da ist und gebe dem Raum. Und dann kommt teilweise so eine unvorstellbare Wut oder Power an die Oberfläche. Deswegen würde ich auch differenzieren oder die Frage stellen, was ist überhaupt Wut oder Hass und was ist Kraft? Ich finde keinen Unterschied. Also ich merke, das, was ich anfangs als Wut oder Hass wahrnehme, das ist dann, wenn ich es unterdrücke. Also unterdrückte Kraft würde ich als Wut oder Hass bezeichnen. Sobald ich die erlaube und die dann auch durchs Herzen fließen kann, ist die gleiche Energie, aber es fühlt sich anders an. Und dann ist es einfach befreit. Und dann weiß ich, das, was den Ausdruck, den es nimmt, das ist dann Ausdruck von Liebe für mich. Und natürlich die Kapazität, die ich gerade habe. Ne, man wächst immer weiter. Also heißt nicht, dass das 100% makellos ist. Aber ich spüre einfach, das kommt von Herzen. Das kommt aus dem Herzen. Was in so einem Prozess oft verloren geht, sind meine Konzepte. Das heißt, ein Teil von mir sagt dann, ah, aber wer bin ich denn dann? Und dann weiß ich, ich habe doch hier meinen Plan. Dann, ne, das heißt, mir wird es quasi weggenommen, diese Kontrolle darin. Ich kann dann nicht mehr sagen, ich mache das so, wie ich, als das kleine, separate Ich will, sondern danach passiert einfach was im Flow-Zustand. Und wenn ich das nicht erlaube, dann geht es mir richtig dreckig. Also das ist, glaube ich, auch das in Richtung Depression, ne, oder dieses, oh, ich bin die ganze Zeit so schlapp und antriebslos, ich weiß gar nicht, was los ist, ich schone mich, oh, jetzt heute Sport, nee, lieber nicht. Also das kenne ich auch von mir. Das ist das, wenn ich Wut unterdrücke. Wenn ich sie rauslasse, ne, und heute ist so ein Tag,
sind heute 5 oder 6 Stunden Zoom-Meetings, vorgestern 2 Tage Workshop, 12 Stunden am Stück. Und ich bin einfach voller Energie. Also ich weiß, dass das Wochenende irgendwann kommt und dass es mir dann auch sehr, sehr gut tut, genau das Gegenteil zu machen, nämlich einfach 2 Tage entspannen. Aber das Potenzial ist jetzt da, die Energie ist da, dass ich das nicht nur problemlos machen kann, sondern dass es komplett im Flow-Zustand passiert. Also es ist kein Aufwand für mich. So, das war wie gesagt nur ein kleiner Ausschnitt aus einem 1,5-stündigen Beitrag. Und ich hoffe, du konntest ein paar Impulse für dich mitnehmen. Ich freue mich, wenn du deine Meinung dazu in die Kommentare schreibst, und über einen Daumen hoch freue ich mich sowieso. Dabei kannst du auch gleich mit abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast. Wenn du noch mehr von Thomas Bröker haben möchtest, empfehle ich dir seinen YouTube-Kanal, einfach unter Thomas Bröker. Oder seinen Podcast Glücklich und Frei, der Podcast für intuitive Menschen. Selbstverständlich bekommst du dafür Links in der Beitragsbeschreibung, genauso wie einen Link zu seiner Webseite, auf der du seine Seminar- und Ausbildungsinhalte findest. Den Link zu meiner Ausbildung als HSP-Coach findest du natürlich auch in der Beitragsbeschreibung. Jetzt nochmal den Daumen hoch und das Abo, falls du es noch nicht gemacht hast. Und dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss!